Ja, ich bin Klaus Hepp, Betriebsleiter vom Wintersportzentrum Erbeskopf. Ja, wir haben also die kalte Nacht hier mal angenommen und haben versucht, Schnee zu machen. Es ist uns auch geglückt. Vor allen Dingen geht es um die Erprobung der neuen Maschine, der TF10, die wir hier als Vorführmaschine haben. Und im obersten Bereich haben wir unsere älteren Maschinen eingesetzt, haben auch gut Schnee produziert. Aber um dauerhaft Schnee zu machen, ist die Temperatur einfach noch nicht gegeben. Tagestemperaturen gehen schnell über Null hinaus und nachts wird es doch nicht so kalt, dass man also richtig ergiebig Schnee machen kann. Also bei guten Bedingungen, sowohl vom Frost her als auch von den Windverhältnissen, circa 80 Stunden. Wenn der Wind sehr stark geht, müssen wir ein bisschen länger machen oder wenn es nicht ganz so kalt ist. Aber in aller Regel sind wir so bei 80 Stunden, haben wir eine betriebsfertige Piste liegen. Also sobald Frost da ist, werden wir die Maschinen einsetzen, soweit es geht. Und werden versuchen, auf eine Vorratsbeschneiung hinzulegen, damit wir im Fall des Falles, wenn es dann doch kalt wird, schnell diese Vorräte auseinanderschieben können mit der Pistenraube, damit wir schnellstmöglich eine betriebsfertige Piste den Skifahrern anbieten können. Unser Wasser kommt also hier aus dem Hang, aus dem Skihang raus. Das Sickerwasser, das sammeln wir über Drainagen unten in unserem Teich mit ca. 1400 Kubikmeter Vorrat. Die Drainage läuft an für sich permanent. Also unser Wunsch ist natürlich, oder mein persönlicher Wunsch, dass wir doch im letzten Drittel des Januars noch in die Schneeverhältnisse reinkommen. Dass also wie im letzten Jahr haben wir am 25. Januar mit dem Skibetrieb begonnen. Das wird vielleicht dieses Jahr ein paar Tage später sein. Aber dass wir doch vor Ende Januar hier den Lift noch laufen lassen können und den Wintersportlern ihr Vergnügen hier in der Region anbieten.